Eva Luginger betont, dass sie nie eng mit Anna-Karina Wojcik befreundet war. Im November 2022 brach für Schlagerfans eine kleine Welt zusammen. Stefan Maross und seine Frau gaben offiziell ihre Trennung bekannt. Mittlerweile sind beide Schlagerstars wieder neu vergeben. Anna-Karina turtelt seit Ende letzten Jahres mit dem Key-Account-Manager Daniel, während Stefan kürzlich seine Beziehung mit Eva Luginger enthüllte. Pikant: Die Sängerin war früher mit Anna-Karina befreundet. Im Interview offenbart Eva nun, wie es wirklich um das Verhältnis der beiden Frauen steht. Anna und ich waren nie Busenfreundinnen. Wir sind früher oft zu viert mit unseren Ehemännern gemeinsam essen gegangen, nachdem ich Stefan durch einige Auftritte als Sängerin in seiner Show kennengelernt hatte. Anderen Gerüchten zufolge hatte Anna-Karina die beiden einst einander vorgestellt.